Ron. Wir schieben diese Kamera wirklich. Das ist aber abenteuerlich. Wir gucken. Ich wünschte, ihr könntet das sehen, aber das ist wie mit Minecraft-Wagen. Wenn ihr das sehen könntet. Wir müssen langsamer gehen. Okay. Das ist halt die verrückte Welt des Streamings. Einerseits sagen sie dir, du musst dich beeilen. Mhm. Also Zeit ist relativ. Und andererseits sagen sie, ach, mach mal langsam. Mach mal langsam. Aber wenn ihr sehen könntet, wie sie sich gerade bewegen. Das fällt halt nicht auf. Bei uns ist alles so cool und smooth. Wir sind wie so Dudes, hinter denen gerade irgendwas explodiert, aber wir gucken nicht zurück. Ja. Und der Kameramann läuft mal so. Die ganze Zeit rückwärts. Und der Kameramann... Das ist Heide, hallo! Hallo. Was macht ihr hier? Wir gehen jetzt auf die Bühne. Jetzt? Ich denke schon bald. Mit eurem Podcast? Ich hoffe. Also wenn Brain Pain? Ja. Wow. Hallo. Viel Spaß. Boah, dieses Gespräch, ich werde mich immer dran erinnern. Dankeschön. Der Heider, ne? Es bleibt in Erinnerung. Aber wirklich. Aber wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Weißt du das? Wir gehen jetzt in die Retro-Ecke. Da treffen wir Stefan und die Leute von Plitsch. Und die werden uns zum einen so ein bisschen nochmal die Geschichte der Konsolen zeigen. Ich glaube, 50 Jahre Konsolen oder 50 Jahre? Ja. Okay. Da haben wir schon mehr als die Hälfte miterlebt, oder? Richtig, weil wir sind alt. Mhm. Und dann reden wir nochmal über eine ganz krasse Besonderheit. Und zwar Plitsch. Das ist... Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Okay. Aber ich sag mal das Stichwort legale Cheats. Legale Cheats ist doch ganz normal. Also Entwickler benutzen ja auch legale Cheats, um dann gewisse Sachen schneller zu bekommen in der Entwicklung. Also ich finde das vollkommen in Ordnung. Warum muss man die legal machen? Ja, kompetitiver Ebene, dann ja. Aber das ist das Ding. Natürlich, wir alle denken, wenn wir Cheats hören, erstmal, oh fuck, warum würdest du denn, du würdest ja nicht cheaten bei Battlefield, was soll denn das? Aber darum geht's ja nicht. Ich glaube, das geht eher darum, dass man dann irgendwie Funktionen hat, damit Leute, die sonst halt nicht spielen können, auch mitspielen können. Spoiler Alert! Powered by Plitsch. Oh. Das Ding ist, ich muss jetzt, glaube ich, hier alleine rein. Oh, ich darf da nicht rein. Du darfst mit rein, aber ich muss mit Stefan reden. Okay, und da wir nur eine Keule haben, glaube ich, weißt du, du kannst gerne... Also, nein, geh rein. Du kannst gerne... Du machst das schon. Bist ein großer Junge. Und wir sehen dich nachher? Bis nachher. Bei dem Anime-Ding. Bei Nino. Dann komme ich vorbei und sag euch Hallo. Yo. Ich freue mich drauf. Wird gut. Komm vorbei. Nicht bewegen. Okay, er ist weg. Habt ihr den Vogel gesehen? So, hallo. Und jetzt tatsächlich sind wir da. In der Retro-Ecke. Wie heißt sie eigentlich? Stefan. Hallo. Grüß dich. Du hast ein eigenes Mikrofon? Ich hab ein eigenes Mikro bekommen. Oh. Da musst du aber auch Richtung Mund halten. So ungefähr. Laut genug? Okay, cool. Stefan. Schön, dich zu sehen. Es freut mich, dass du hier bei mir vorbeikommst. Wie das heißt, wolltest du wissen? Ja, wie heißt es? Retro-Ecke? Ich hab's wieder falsch gesagt. Ja, wir sind ja eh im Retro-Areal hier. Retro-Areal. Auf der Polaris. Wir haben ja da hinten noch ein paar Spielstationen und so weiter. Und hier genau sind wir jetzt in der Ausstellung 50 Jahre Videospiele. Genau, du hast es ganz richtig. Fast so alt, wie ich bin. Echt, bist du schon? Du siehst frisch aus. Danke sehr. Du aber auch. Oh, ich bin leider schon so alt, noch ein bisschen älter als diese 50. Und kenne deswegen das meiste auch, was hier rumliegt, so aus eigener Erfahrung. Soll ich mal sagen, was das Erste ist, was ich wieder kenne? Ja, erzähl. Haben wir eine Kamera, können wir mit der Kamera näher ran? Können wir mit der Kamera kurz, kommen wir näher ran hier? So, ich schaue jetzt mal, was ich als Erstes wiedererkenne. Genau, also das ist ja die erste Generation, wo du hier rumläufst, so ab 72 Pong-Konsolen, also wo bloß so simples Pong-Game, Bildschirmtennis, sowas? Ich glaube, es war die Pong-Geschichte. Ja. Ich glaube, es war die Pong-Geschichte, du erzählst uns gleich nochmal mehr dazu, aber ich will nochmal gucken. Und dann war es der
Was ist das hier? Atari VCS. Dann ist es das der eigentlich, also der, wo ich mich so richtig dran erinnere. Ja. Geht mir eigentlich ganz genauso. Ich habe auch angefangen so 76 oder sowas mit dem Pong-Automaten im Freibad bei uns am Ort. Ja, Im Freibad, da gab es, ich meine früher, es gab ja bis 85 überall Automaten stehen, da habe ich auch unheimlich viel Geld ausgegeben dafür. Ja. War auch wirklich richtig süchtig. Genau, und dann mit Atari VCS habe auch ich meine Heimzockerkarriere angefangen und dann war halt kein Halten mehr. Ne? Ich erinnere mich dran. Mein Vater hat mir erzählt, er hatte einen Kumpel, der so einen Automaten Wagen hatte. Ja. Er stand am Bahnhof bei denen. Ja. Und dann hatte er das Glück, dass der ihm ab und zu dann noch mal ein paar von den Coins geben konnte. Das war natürlich Luxus. Cool. Ich kenne auch diese Automatenwagen, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Der war bei uns auf dem Volksfest. Der kam ja aufs Volksfest. Ja. Eben so wie Kirmes, so 2 Wochen. Ne? Und da konntest du halt immer, waren die Automaten drin gestanden auf so einem Hänger. Wenn du den Dude kanntest, hattest du echt nicht den Jackpot. Ich habe immer Geld ausgegeben. Naja. Boah, was haben wir denn hier alles? Was ist denn das da hinten? Das da hinten ist der Super Action Controller. Können wir das zeigen auch? Können wir nochmal herkommen bitte mit der Kamera? Weil wenn wir jetzt darüber reden, ihr seht's schon. Ah, okay. Die können doch zoomen. Die können zoomen. Ja, genau. Nee, das ist der sogenannte Super Action Controller. Ja. Die Sache war die, das wäre ein ColecoVision. ColecoVision war ein Konkurrent von Atari und die hatten ganz beschissene Controller. Das sind so furchtbare Steuerscheiben. Ja. Und der ist eigentlich relativ cool, weil der natürlich so einen schönen alten Arcade, so einen Bobble hier oben hat. Du konntest halt was drücken. So eine Kugel. Nee, nee. Ja. Und du konntest eben da noch halten und drücken die verschiedenen Action-Tasten. Und das war hauptsächlich für Rocky. Deswegen liegt das auch hier, Rocky Super Action Boxing. Da konntest du die richtig gut einsetzen. Rocky Super Action. Genau. Gut. Pitfall sagt mir auch was. Ja, Pitfall, ganz großartiges Game. War eines der ersten Games, wo du eine Karte zeichnen konntest. Weil du hier, ich glaube, 256 also du konntest den Dschungel aufkartieren. Und das ist halt total krass. Du hast 256 oder 55 verschiedene Bildschirme. Und das Modul selber ist 4 Kilobyte groß. Und David Crane, der das gemacht hat, hat halt wirklich die ganzen Algorithmen erfunden. Wie kriege ich in so einen wirklich Fingernagelspeicher so einen richtig kompletten Dschungel, wo ich mir den Weg durchmerken kann. Das ist total abgefahren. Und war halt auch ein super geiles Game. Cool. Cool. Okay. Geht schon weiter. Wir müssen mal ein bisschen weitergehen. Genau, also hier, die Sache ist ja dir, wer auf die Polaris kommen will und sich das angucken will, was ganz geil ist hier, wir haben hier die neuen Konsolengenerationen und jeder, egal welches Alter, findet die Generation, wo er mit was zunächst mal angefangen hat. Also wo das Ganze gestartet hat, die Leidenschaft. Und kann sich dann außenrum auch was ansehen. Deswegen, also wir zwei sind gleich mal hier hängen geblieben. Andere Leute kommen hierher. Vielleicht ein bisschen, das hier ist dritte Generation Japan-Thema. Ah, okay, deswegen erkenne ich es nicht. Deswegen erkennst du die ganzen Sachen nicht. Hier haben wir das japanische NES, also das Famicom, das Sega Mark III. Sega Mark III ist sozusagen. Ich sehe das zum ersten Mal. Das ist im Endeffekt das Master System. Ja. Bei uns, Sega war nicht erfolgreich mit dem Master System in Japan, sondern nur im Westen. Und das Mark III hat es so ein bisschen abgebildet. Die haben dann noch ein eigenes japanisches Master bekommen, aber das Mark III ist eigentlich ungefähr mit unserem Master System vergleichbar. Sieht cool aus hier mit den beiden Controllern an der Seite und so. Genau, das ist sowieso bei japanischen, das siehst du hier. Beim Famicom ist es so, Controller an die Seite stecken, hier an die Seite und hier auch beim Twin Famicom kommen die da hinten in diese Buchsen rein. Ganz super genau. Cool. Twin Famicom ist halt, fürs Famicom gab es ein Disklaufwerk, aber also nicht nur Module, sondern du hast ein Bandlaufwerk gehabt. Das sind diese, nicht ein Band, was, Vorsicht, ich habe Bullshit geredet, das gleich werde ich gelyncht. Nee, Diskettenlaufwerk. Und das sind eben diese, Zelda zum Beispiel kam zuerst auf Diskette raus. Wow. Das allererste Zelda. Gab es da schon Floppies zu der Zeit? Es gibt eben so ein großes Laufwerk dazu, was du ansteckst. Und dieses Twin Famicom war dann eben, hast du hier einmal das Laufwerk, sieht aus wie ein 3,5 Zoll Laufwerk und hier für Module zum Reinstecken. Okay. Tetris sehe ich. Na klar, ich habe auch so ein bisschen eben, ich wollte einfach so buntes Zeug irgendwie, damit Leute mit allem ein bisschen was anfangen können. Genau, Tetris sehe ich zum Beispiel. Oder hier siehst du zum Beispiel, na klar. Das ist natürlich das Ding. Ich hatte selbst nie einen. Aber immer nur Freunde. Okay. Immer nur Freunde. Ich hatte das Master System 2. Das habe ich mal von dem. Okay, wir sind schon bei Generation 4. Master System 2 hätte hier reingehört in diese Vitrine. Okay. Ich habe keins dabei.
Oh, hättest du mal was sagen können. Oh. Ich hab mein Master-System mitgebracht. Ich hab... Du hast 18. Ist schon gut. 8. Ist kein Witz. ja, krass. Ja, und das hat ein Kumpel von mir. Ja. Das ist der, wie heißt der, Mega Drive. Das ist Mega Drive, genau. Das ist ja eine Nachfolge vom Master System. Also das ist natürlich genau das, wo es bei mir dann so richtig losging. Genau. Hier eher für die Kenner. Neo Geo, natürlich fette Heimkonsole, die ja auf die Automaten-Hardware innen drin stecken hat und deswegen halt auch sackteuer war. Die Games allein haben mehrere hundert Mark gekostet damals. Also das war das richtig Edelperipherie hier. Edelperle, ja. Na gut. Und was ist denn das hier? Das ist eine Core Graphics, beziehungsweise also eine PC Variante Engine. Der PC Engine, genau. PC Engine, hast du nie PC Engine gespielt? Das ist die beste 16-Bit-Konsole, gibt es die geilsten Spiele drauf. Ja, die beste mit den geilsten. Auf jeden Fall. Es ist, und ist halt auch ein großartiger Formfaktor. Sieht halt einfach super süß aus, alles. Und hat aber Power. Ist richtig cool. Und da ist zum Beispiel eine Variante von der PC Engine, das ist die Shuttle Engine. Da steckst du hier diese Karten, steckst du hier vorne unter diesen... Ja, es sieht halt aus wie so ein Raumshuttle. Ey, wie kann es sein, dass ich immer noch neue Konsolen sehe aus der Vergangenheit? Irgendwann musst du sie doch alle gesehen haben. Ja, nee, es taucht auch... Also ich sammle ja seit 30 Jahren, es taucht immer was Neues auf. Wie viele Konsolen hast du? Ungefähr. Plus, minus. Also mit Doppelten und so weiter, was weiß ich, so 300, 400, so um den Dreh rum. Ich kann es echt nicht genau sagen. Hast du so ein Showroom? Hier. Hier? Der bleibt jetzt hier. Ich habe einen ganz gut ausgebauten Dachboden, das geht. Also ich finde meine Sachen, aber also richtig präsentieren, siehst du hier ist nicht mal so viel Ware. Das ist schon, ja. Da brauchst ja, du dann schon ein Museum. Wir machen Donation Goal. Ja. Mal ein kleines Häuschen. Genau. Drei Stockwerken. Machen wir schön. So ist das. Okay, ja, hier also natürlich, ja, also bin ich voll da. Ich höre diesen Sound immer wieder. Sobald ich die erste PlayStation sehe, höre ich den Sound. Ja. Und ich habe noch mit meinem Nachbarn damals immer diese Demo-CD gespielt, hoch und runter. Weil die kamen dann mit der ja, war ja für lau, ne? Und da war halt auch dieses Downhill-Spiel dabei, erinnerst du dich? Nee. Das war so ein Sportspiel mit Skaten oder auf dem Board liegen. Okay. Es war mega. Also erinnere ich mich nicht mehr dran. Wir haben uns Stunden beschäftigt nur mit dieser Demo. Ja. Genau, also ja. Hier 32-Bit-Generation, da hat es mit dem Polygon, Multimedia, diesem ganzen Kram angefangen. Und weil das, da siehst du auch, wie breit das Thema dann geworden ist. Deswegen sind halt hier gleich zwei Vitrinen mit Konsolen voll. Hier natürlich die ganzen Platzhirschen, Sony mit ihrer ersten erfolgreichen Konsole, N64 ganz klar in verschiedenen Formen, Sega Saturn. Du sagst, er ist erfolgreich. Gab es eine vorher, die nicht erfolgreich war von Sony? Nee, die erste und die und auch ihr erfolgreicher Einstieg in diesen Bereich. Und hier aber welche, die Leute nicht so kennen. PCFX, im Endeffekt die Nachfolgerin von der PC Engine. Hat aber in Japan überhaupt nicht funktioniert und gibt es auch fast nur krude Games. Die einzigen, die drei, vier Games, die spielbar sind für uns, sind sackteuer. Deswegen habe ich die auch nicht, deswegen hier auch nur Unsinn. Entschuldigung. Mit der Kamera einmal ganz kurz. Alles gut. Kommen wir ja nicht nice. Dann haben wir hier Atari Jaguar, der letzte Versuch von Atari noch was zu reißen. Mit Doom drin. Mit Doom drin, na klar, wir wollen ja ein bisschen was für die Leute. Guck dir mal den Oschi hier an. Ich meine, du kennst ihn schon. Aber unerträglich. Den im Stream. Ganz, ganz ja schlimm. Krass. Boah, ein ganz schlimmer Controller ist. Ich habe einen Schlüssel, ich muss den richtigen suchen. Nee, dann lass. Ich wollte nur einmal in die Hand nehmen vielleicht, weil ich hatte das Ohr jetzt hier. Ich kenne halt Leute. Ich darf kurz in die Hand nehmen. Haben wir noch? Wir haben ja 15 Minuten für den Streifen hier. Hast du auf dem Schirm, ne? So. Den geil. Oh mein Gott. Ich bin ganz aufgeregt. Und? Wie ja, besser als ich dachte. Ja, aber wenn du auf Dauer zockst, also... Das ist halt Quatsch. Ja, da hast du auch so Overlays bei den Games. Da legst du halt hier so eine Schablone drauf, ne? Für irgendwelche Sonderfunktionen. Ja gut, also es ist besser als ich dachte, aber du hast schon recht, ne? Es gibt noch so einen Pro-Controller, der angenehmer ist, aber der ist relativ selten und ein bisschen teurer. Genau, ich räum's nachher vernünftig. Ja, alles gut. Gar kein Problem. Ach so, Problem. Nein. Ja, okay. Ja, machen wir dann hätte ich es jetzt checker gemacht. Wie Nee, das ist eine Fummelei. Genau. Oh, guck mal hier. Was ist das denn?
Das sind die Zeldas, die du nie gespielt hast. Auf Philips? Auf dem Philips CDI 450? Ja, das ist ja eine lange Geschichte. Somit Nintendo und Philips und CD-Laufwerk, dies, das und auch mit PlayStation. Es ist eine ganz spannende Geschichte, mit der ich euch aber jetzt nicht langweilen will. Sache ist, Philips hat eine CD-Konsole rausgebracht, CDI, und hatte dann eine Lizenz für so ein Mario-Game, Hotel Mario, ja, und für zwei Zelda-Games, die aber unendlich schlecht sind. Das sind eher so cartoonisch gezeichnete... Also Controller? Ja, genau, der Controller. Controller, würde ich sagen, oh, noch zwei Minuten, würde ich denken, es ist einfach nur wie so ein interaktiver Film. Kann das sein? Da gab es doch schon richtige Games drauf, aber genau, die sind für Sammler cool, aber zum Zocken eher schwach. So, wir müssen ein bisschen flodder hier jetzt durchgehen. Aber genau. Wir jetzt auch in die Gegend, wo die Leute es schon ein bisschen besser kennen. Genau, sechste Generation. Wobei, das haut mich gerade ein bisschen um. Ja, das ist der Panasonic Q. Das ist im Gegensatz zu den anderen Konsolen wie PlayStation 2 und Xbox, die ja DVD-fähig waren, war natürlich der Cube mit seinen Mini-DVDs nicht DVD-fähig, weil es ein Mini-Laufwerk ist. Ja. Und der Panasonic hat dann eben einen DVD-Player plus Cube-Abspielgerät rausgebracht, zu sagen. Ist eine der hübschesten Konsolen, die ich so kenne. Crazy. Ja, ist richtig schön. Ist echt nicht schlecht. Genau, hier verschiedene Farbvarianten, dies, das. Und da kam die Xbox, die erste. Ja, das ist die Crystal Xbox, die erste, genau, weil ich wollte hier ein bisschen, weil das kennen die Leute einfach. Da dachte ich mir, bevor ich jetzt den ganzen Kram, den sie eh schon tausendmal gesehen haben, lieber die Crystal. Hauen wir ein bisschen raus. Ja, ganz machen wir den Flex ein bisschen hier, genau. Finde ich gut. So wie hier, vielleicht beenden wir auch hier den Rundgang. Das ist diese Star Wars Sonderedition von der 360. Macht, glaube ich, auch eigene Piepsgeräusche, hat eine eigene Soundwelt sozusagen im Vergleich zu den anderen normalen Xbox 360. Wie oft gibt's die? Dreimal. Nee, die ist relativ zum Schluss, aber es war halt so ein Kinect-Bundle. Kinect fand jeder scheiße, deswegen hat die, glaube ich, auch nicht gut verkauft. Erinnere mich dunkel. Ja, genau. Und deswegen, aber ist eine der, also allein dieser goldene Controller und so und dieses Droiden-Design ist halt richtig cool. Ich find's geil. Und dann haben wir noch die Wii. Genau. Mega erfolgreich, als sie rauskam, oder? Ja, aber mit sehr viel. Deswegen, ich habe auch gesagt, in Bewegung, da hast du lauter so Bewegungsgames, die wo plötzlich Hardcore, Eltern alle mit ja, genau. Und Nachbarn, die noch nie... War natürlich ein super Erfolg für Nintendo, waren auch viele geile Sachen drauf, aber ist halt im Endeffekt, technisch war sie immer ein bisschen unterlegen, ne? Naja. Genau. Ja, apropos und unterlegen. Da gucken wir nicht mehr. Ja, das, nur noch das können wir... Der Witz ist, wenn du hier siehst, wie viel Formenreichtum und geile Farben und so weiter es gibt, und hier kommen wir plötzlich, okay, alles so, ja, alles black, schwarz und relativ unscheinbar, relativ einfach nur so, ja, wir sind cool. Ja, das kam dann doch, oder nicht? Ist doch, ich finde es... Ja. Ja, aber es... PlayStation 4 zum Beispiel fand ich sehr schön. Ja, aber früher war es schon irgendwie cooler alles. Ah ja, ist ja gut. So, und hier Generation 5, da ist nicht viel drin, das siehst du, ich hab eine PS5. Aber nur eine und meine Tochter spielt da auf Genshin und ich kann ihr nicht irgendwie 3 Tage lang die Konsole wegnehmen. Oh, deswegen habe ich hier nur ein PS5-Game reingetan. Wir sind im Heute. Oh, lol. Was für eine krasse Metapher. Ja, natürlich. Dass die PS, das hast du aber gefickt eingeschädelt, dass jetzt hier keine PlayStation 5 ist. Sony, ich habe euch lieb, ihr wisst das, ne? Aber wir brauchen mehr PS5s. Auf jeden. Lol. Okay, das ist ein bisschen lustig. Aber das war jetzt erstmal die neuen Konsolengeneration, 50 Jahre Videospiel. Ich habe hier noch nettes Ausstellungsteil, weil wir haben einen Sponsor hier, der das Ganze ein bisschen möglich macht, was ich hier aufgebaut habe. Ja. Das ist Plitsch und die beschäftigen sich mit Cheat-Software, was erstmal ziemlich so Cheat. Und Leute, erstmal komische Alarmglocken hören. Ganz genau. Aber es geht um Singleplayer-Cheats und nicht um Multiplayer-Cheats bei der ganzen Geschichte. Und da habe ich mir gedacht, überlegt, ja klar, Cheats ist eigentlich ein geiles Thema, auch irgendwie das retromäßig darzustellen, weil Cheats einfach fast vom Beginn an des Gamings gibt es auch Cheats. Ja. Einfach, weil sich die Leute manchmal das Spiel leichter machen wollten. Und da habe ich hier eine Vitrine und ganz unten angefangen. Leute, die sich leichter gemacht haben, sind wir hier noch? Nein. Ja, hier sind wir noch drauf. Ja, wir können es erahnen. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, das ist nice. Eine gute Idee, weil man sieht hier auch echt coole Sachen. Ja. Okay. Können wir da reinschauen? So rein? Nein? Okay. Genau. Es gibt ja den berühmten Konami-Code, die manche mögen das gehört haben schon. Oben ich kenne den auswendig. Unten, ja.
Oben, oben, unten, unten, links, rechts, BA Start. Ja. Wow. Ich kenne ihn auswendig. Wow. Sehr gut, sehr gut. Steht da nicht auf dem Zettel. Ich weiß ihn auswendig. Auf jeden Fall, der Konami-Code ist ein Cheat, der zum Beispiel so unendlich Leben oder irgendwas freischaltet. Und das erste Mal war das 85 in Gradius. Das ist ein Weltraumshooter, seitlich scrollen, 2D-Shooter. Geboren. Ja, siehst du mal, gutes Jahr. War ein Automat, Konami-Automat, hat der japanische Programmierer umgesetzt aufs NES und der war halt nicht gut in Shooter-Games, so wie manche von uns das auch geht. Ja. Aber er musste ja sein Game austesten und deswegen hat er diesen Code reingebaut, um sich unendlich Leben drauf zu schaffen. Und der blieb dann irgendwie drin. Ich habe nicht ganz rausgefunden, ob das absichtlich war, ob es vergessen hat, keine Ahnung. Das ist halt spannend. Aber, das finde ich mega spannend. Genau, es wurde dann Kultur, es wurde Lore irgendwie der Gaming-Kultur. Und dann plötzlich hat Konami in total viele Games ihren Konami-Code reingebaut. Und hier in der Vitrine unten siehst du Games, auch nicht von, die nicht von Konami sind, wo der Konami-Code funktioniert. Das ist ziemlich abgefahren, auch manchmal negativ. Also manchmal ist es auch so, dass du dann drauf gehst und dass du ihn umgekehrt eingeben musst, um dann wirklich das Positive zu bekommen. So geil, das ist halt so eine andere Dimension innerhalb der Spielewelt. Ja, das Meta, ganz genau. Wow, das war das Wort. Und früher in den Spielezeitschriften, ich komme ja auch aus dem Zeitschriftenbereich irgendwie, wir hatten früher in der Maniac immer noch Cheat-Seiten, Exploder. Es gab Cheat-Module für alle möglichen Konsolen und da hast du so Codes eingegeben und die haben dann eben Speicherstellen von dem Game, die haben das Game nicht wirklich geändert, aber sie haben Speicherstellen in dem Speicher, wo das Game gerade gelaufen ist, haben sie verändert und dadurch eben zum Beispiel dein Leben auf 10 statt auf 3 gesetzt oder sowas. Okay. Und du siehst, was da ein Riesenmarkt da war. Codemasters hat damit angefangen, die waren da ganz dicke drin. Und Dattel zum Beispiel sagt euch vielleicht was. Was das alles gibt. Dann. Warte mal, das Game Genie. Ja, das sagt dir noch. Was. Das kenne ich. Wir können es gerade nicht zeigen, ne? Aber dieses rote Männchen, was so mal. Ja, genau. Genau. Crazy. Dann habe ich hier in der Ding. Dann siehst du, hier sind ein Haufen Games, wo einfach Cheats eingebaut worden sind von den Entwicklern, die was Bestimmtes machen. Und ich habe immer den Cheat abgebildet und was halt passiert. Du hast zum Beispiel hier den Alle-Waffen-Cheat bei Tomb Raider 1. Du hast den Big-Head-Modus bei GoldenEye. Dann habe ich hier drüben... Ist das der ganze... Das ist der Code für den für GoldenEye. Du kannst den Big-Head-Modus auch freispielen, wenn du, glaube ich, die ganze Kampagne durchmachst. Wenn du aber vorher den schon benutzen willst, dann musst du einen ganz fiesen... Das ist das ganze Ding hier? Das ist das ganze Ding hier. Ganz Alter, und einmal verdrückt, musst du nochmal. Exakt. Wow. Dann hier ein Poke, das gab es ja früher bei Heimcomputerspielen, da waren auch Speicherstände mit so Poke-Befehlen. Doom, Gordon-Modus bei Doom. Ja. Und hier vielleicht noch, weil wir müssen auch mal ein bisschen als letztes Gas geben, jetzt das, genau, ja. Mortal Kombat Blut-Cheat. Das weißt ihr vielleicht, Mortal Kombat gab es ja großen Ärger, dies, das. Die haben die harte Version da auch wirklich drauf programmiert, aber das Blut ja rausgenommen. Und wenn du den Cheat eingegeben hast, dann hast du das Blut wieder gehabt. Genau. Cool. Diese schöne Vitrine kommt hierher, guckt sie euch an. Es sind coole Sachen drin. Kommt und dringend hierher. Das witzigerweise cool. Gibt es eben Plitsch, die machen eben auch heute noch für solche Leute, die sich das Leben ein bisschen leichter machen wollen. Das ist ein... Bieten die einen Service? Sehr guter Übergang. Ich muss jetzt leider das Mikrofon wegnehmen. Du bist aber hier unterwegs, ja, in der Gegend. Genau, wer mich anquatschen will, ich mache auch gerne mal die Vitrinen auf und ihr könnt auch eine andere... Boah, geil. Alles gut. Kommt vorbei, geht zu Stefan, der kann euch Sachen zeigen. Hallo. Hallo! Darf ich dir dieses Mikro in die Hand drücken? Ja, natürlich darfst du. Hi! Wie heißt denn du? Ich bin die G. Hallo G. Hi. Du bist von Plitsch. Das ist korrekt. Das klingt sehr lustig. Wie kommst du denn da nur? Plitsch. Ich sag das ja gerne. Plitsch. Blitz, ja. Ihr habt das Ganze hier gepowert. Genau. Und das, Brand. Da wollten wir Danke sagen nochmal. Dankeschön dafür. Das hier ist echt toll. Super gerne. Und jetzt, ein paar Leute waren immer noch so, warte mal, Cheats, muss das sein? Warum ist das eine gute Sache? Ja, ganz einfach ist eine gute Sache, weil es ist nur Singleplayer. Ah, okay. Wir greifen überhaupt nicht in Multiplayer ein. Das geht von unserer Software aus schon gar nicht. Okay. Wir erkennen sofort, wenn wir mit Internet verbunden werden, dann bricht's ab. Also gut. Ja, wir haben Kindersicherung quasi. Sehr gut. Genau. Okay, und was sind so die Bereiche, wo man das einsetzt? Was ist so das Hauptding, wo ihr tatsächlich wo ihr kann agiert? Es jeder benutzen. Also es kann der Dad-Gamer, so nennen wir ihn gerne,
Geldkammer kann es gerne benutzen, wenn er am Abend heimkommt. Das Kind ist gerade ins Bett gebracht. Er hat es noch eine Stunde, bevor er ins Bett gehen kann. Und dann will er halt noch The Witcher zocken. Aber du wirst wahrscheinlich selber kennen, wie weit man kommt, wenn man eine Stunde Zeit hat, um The Witcher zu zocken. Nicht so weit. Ist korrekt. Und dann kannst du einfach bei uns den God-Mode anmachen und dann schnetzest du dich halt durch alles durch, durch die Nebenquests, um ein bisschen aufzuleveln, damit du durch die Hauptquest einfach durch kannst. Das heißt aber, das sind nicht Codes, die quasi wie hier von Stefan erklärt, von dem Hersteller oder von dem Entwickler reingemacht wurden, nee. Sondern das kommt jetzt irgendwie über euch noch im Nachhinein rein. Genau. Du leidest bei uns unseren Client runter, unsere fleißigen Trainer-Maker und Patchies sitzen bei uns im Büro. zu fünft und machen alle Codes und halten die aktuell. Okay. Und wir sind auch legal. Ja, ihr habt angerufen vorher. Das nicht, aber wir können, wir sind mit Publisher natürlich im Gespräch. Ja. So ist es nicht. Aber wir greifen die Spieldatei nicht an. Also es wird lediglich nur die RAM geändert, also die Speicherdatei auf dem PC selber. Okay. Und nicht die Spieldatei wird geändert. Okay. Genau. Was gibt's denn da so für Cheats? Was gibt's denn da? Was haben wir für Möglichkeiten? Wir können es mal am Beispiel Stardew Valley, das haben wir hier gerade offen. Ja. Man kann sie in Gott-Modus anmachen. Dann kannst du in die Höhlen gehen und von allem angegriffen werden, ist wurscht. Du kannst dich aufheilen, du kannst die Stamina erhöhen wieder. Du kannst unendlich Stamina machen. Und da kannst du aber auch die unendlich Wasserkanne Nutzungen anschalten. Genau. Das ist natürlich nice. Brauchst nicht immer hin und her laufen. Das ist korrekt. Okay. Und ganz wichtig für Stardew Valley, du kannst den Easy Fishing Mode machen. Fishy. Easy Fishy. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, ich möchte es nur nochmal erwähnen. Es geht rein darum, Leute haben keine Zeit und müssen einfach, um das Spiel zu erleben. Genau. Aber das ist nur ein kleiner Part von uns. Weil wir haben noch einen zweiten Part, mit dem kannst du Spiele trainieren. Hä? Wie geht das denn, Jean? Ja, ich erkläre dir das sehr gerne. Bitte, erklär's mir. Nein, wenn du zum Beispiel in Elden Ring, ganz aktuelles Spiel, und du hast ja immer deine Bosse und die haben verschiedene Stages. Und da immer ein unterschiedliches Movement. Das heißt, du kannst als erstes, wenn du es zum ersten Mal spielst, den Gott-Modus anmachen und dann lernst du den. Ja. Dann schaltest du den Gott-Modus aus. Du musst nicht immer wieder hinlaufen. Genau. Dann schaltest du den Gott-Modus aus und kannst und schaffst den Boss trotzdem. Und dann, wenn er dir zu einfach wird, machst du ihn dir schwerer. Okay, das geht auch? Das geht auch. Lol. Man kann die Movement-Geschwindigkeit bei uns erhöhen. Bosse schwerer machen in Elden Ring. Das ist Next Level. Weil sich jeder mal darüber beschwert hat mit dem Easy Mode. Ja, die Entwickler wollen das ja gar nicht, dass es einfacher wird. Ja. Dann machen wir es halt noch schwerer. Dann machen wir es halt schwerer. Naja. Wenn es keine groß genug Herausforderung ist, Elden Ring, dann machst du dir halt nur halbes Leben. Das ist krass. Ja. Oder alle ich habe Angst davor. Ich schaffe es ja noch nicht mal so. Ich habe eine Stunde gespielt und musste ich weg. Ich kann es nicht spielen. Vielleicht war das eine Idee für mich. Ich bin auch kein Dark Souls-Spieler, deswegen mache ich meistens God Mode an, weil es ist ein geiles Spiel. Aber ohne Cheese kann ich halt nicht spielen, weil ich dafür überhaupt keine Geduld hatte und wahrscheinlich schon 5 Controller verloren hätte in diesem Spiel. Aber dann mache ich mir halt God Mode an und kann trotzdem durchgehen. Gibt es denn noch irgendwelche besonderen Cheats, an die man jetzt nicht sofort denkt? Oder bei Spielen, die man, ich weiß nicht. Wir haben einen ganz lustigen Cheat. Oh oh. Bei Formel 1 kannst du einfach den Grip ausmachen von deinen Gegnern. Und es ist wahnsinnig lustig, in jeder Kurve zu sehen, wie einfach deine kompletten Gegner aus dieser Strecke hinausfliegen. Und einmal die Wand knutschen. Okay. Ist das hier gerade an? Ja, wir haben aber wahnsinnig schlechtes, wir haben gar kein Internet gerade aktuell. Gar kein Internet, aber das hier ist eure Oberfläche hier? Das ist unser Overlay. Ich kann dir die Symbole einzeln durchgehen, das ist unsere Homepage, also unsere Homeseite. Da passiert aber nichts jetzt. Na doch! Oh, es funktioniert, Wahnsinn. Sieht aber schön aus. Da sieht man ein paar... Sieht sehr steamig aus. Ja. Cyberpunk, Far Cry, ich weiß nicht, ob wir den Monitor sehen. Sehen wir den Monitor? Achso, naja, muss ja nicht. Das ist ja wurscht. Valheim sehe ich hier, ist natürlich auch wahrscheinlich ein... Sehr, sehr gut geeignetes Spiel für eure Cheats, ne? Wir haben auch über 3600 Spiele, die wir anbieten. Insgesamt sind es über 48.000 Codes. 3600 Spiele? Das ist korrekt. Wir brauchen auch ungefähr, wenn wir einen AAA-Titel haben, brauchen wir ungefähr 4 bis 8 Stunden, bis wir einen Trainer haben. Ha! Also es kommt zum Beispiel um 19 Uhr kommt ein neues Spiel raus, unsere Trainer merken sich das vor, sie setzen sich sofort ran an das Spiel. Und dann dauert es ungefähr 4 Stunden, dann steht der erste Trainer. Und dann dauert es noch mal ein paar Stunden, dann haben wir den kompletten Trainer fertig. Trainer, jetzt wo du es so oft gesagt hast, erinnere ich mich dran. Weil das gab es ja früher auch. Plitsch gibt es noch nicht so lange, Plitsch gibt es seit ungefähr 6 Jahren. An sich gibt es uns aber schon seit 21 Jahren.
Unser Gründer hat vor 21 Jahren schon damit angefangen und hat dann, war quasi vor der Wahl gestanden, mache ich das jetzt professionell weiter oder höre ich auf damit? Und dann hat er quasi unseren zweiten Gründer kennengelernt und dann ist der Megatrainer entstanden. Oh, war eine Netflix-Serie? Doku? Also wir sind gerade im Gespräch. Okay, Days Gone, aber jetzt gute Frage auch, weil ich es gerade sehe, Days Gone, wahrscheinlich die PC-Version, weil auf Konsolen könnt ihr wahrscheinlich nicht machen. Weil das ist so ein geschlossenes Environment, sage ich mal. Ja. Da kommen wir nicht ran, da müssen wir direkt zu denen. Da müsst ihr anrufen. Ja. Ja. Wir haben leider die Nummer. Ich habe ein paar Nummern. Ich habe die Nummer von Herrn Sony. Das ist gut, weil wir haben die vielleicht Nummer Schlecht. Sind krass. Im Bürochaos untergegangen. Krass, was es alles gibt auf der Welt, Mann. Oh, Wandering Village, tolles Spiel. Oh, super Spiel, ja. Ja, und das ist, okay. Und arbeitet ihr denn trotzdem irgendwie, weil du sagtest, ihr müsst nicht mit den Leuten reden, ihr macht das alles von selber aus, aber gibt es denn ein paar, mit denen ihr arbeitet? Weil es sich tatsächlich mit unseren Nachbarn hier. Ach, nee. Ja. Ach, nee. Mit Hallo, Dedelic. Hallo. Es winkt keiner zurück. Hallo. Mit denen arbeiten wir recht gut zusammen, mit denen sind wir in engen Kontakt. Auch mit Playern sind wir in guten Kontakt. Ja. Und so weiten wir gerade unser Netzwerk auf, damit wir immer bekannter werden. White Sheets sind cool. Ich gebe euch ein paar Nummern, wenn ihr wollt. Ein paar Nummern kann ich euch geben. Gerne. Am besten deine noch dazu. Meine noch dazu. Damit du es auch spielen kannst für uns. Ey, hier ist ein guter. Ich glaube, Victoria 3 ist doch gerade rausgekommen, ne? Ja. Ist gerade rausgekommen. 49 Codes. Ja. Wir bieten auch meistens immer. Also wir versuchen wirklich jedes kleines bisschen rauszuholen von den Trainern. Kein Internet. Ja, das kann jetzt sein, dass es nicht lädt. Daher habe ich aber auch eine Nummer. Vielleicht können wir da mal sprechen. Das ist alles Nummern. Krass. Ja, ey. Ey, Connections sind das Wichtigste. Ja. So, das heißt, wir hatten hier die Homepage-Sache, dann haben wir hier Favorites. Genau, weil du das kannst... Wir haben ein ganz super geiles neues Feature. Das ist noch gar nicht so lange drin. Du kannst einfach deine Festplatte abscannen, welche Spiele du installiert hast und dann werden dir die automatisch angezeigt. Sag mal, super simpel. G? Ja? Was kostet denn der Spaß? Tatsächlich haben wir einmal... Wie ist das Bezahlsystem? Also wir haben für jedes Spiel kostenlose Codes, die man uns ausprobieren kann. Ja. Wir haben, damit wir alle Features nutzen kann, haben wir ein Abo-Modell. einmal ein Einmonats-Abo-Modell, 3-Monate-Abo-Modell und Jahres-Abo-Modell. Und man kann auch einmal Kauf machen, wenn man jetzt kein Abo abschließen möchte. Genau, und das kostet im Jahr weniger als ein AAA. Im Jahr weniger als ein AAA. Das ist nicht schlecht. Das denke ich mal, ein fairer Preis. Ja, also für den Service, den du bekommst, weil halt auch wirklich alles up-to-date bleibt. Wenn Spiele von 2013 noch ein Update kriegen, plötzlich 2022, dann wird es von uns gepatcht. Nice. Also unsere Trainer laufen nicht ab. Du kannst uns auch immer, wir haben ein Ticketsystem, das wird alles innerhalb von 24 Stunden bearbeitet von unseren Support-Leuten. Genau. Ich finde das Oval super geil. Das sieht sehr gut aus. Es ist halt schön und modern. Sieht sehr, sehr gut aus. Wirklich sehr, sehr gut. Jetzt habt ihr dann, ich frage jetzt nochmal die gleiche Frage leider, aber gibt es denn noch, also so Accessibility, gibt es da diese Daddies, wie nennt ihr die? Dad Gamer. gibt es noch andere Arten von Accessibility? Also, weil ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es gehört habe oder direkt daran gedacht habe, an Behinderungen und so weiter. Ja, genau. Wir haben auch ganz oft in Tickets drinstehen, wo also das ging mir richtig ans Herz. Da hatte ich eine Mutter drinstehen, die einfach meinte, ey Leute, dankeschön. Mein Sohn ist geistig nicht ganz fit, der hat dann leider eine Einschränkung. Ohne euch könnte er nicht zocken. Ja. Und dann stand ich halt so, oh. Das ist auch, was ich zuerst von euch gehört habe. Und ich war so, das ist so schön. Oder auch ältere Menschen, wir haben ganz viele, die 70 plus sind, die dann einfach da sitzen und sagen, hey, ich bin halt nicht mehr so schnell, aber ich habe mega Spaß an The Witcher. Und dann zocken sie mit uns halt The Witcher. Oh, das ist cool. Halt einfach nur grandios. Das ist super cool, Mann. Ja, G, also das ist echt eine coole Sache. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr das macht. ich werde da wahrscheinlich mal reinschauen. Super gerne. Ich werde da mal reinschauen, ich werde Leuten davon erzählen. Noch super gerne dann. Denn ich meine, das Ding ist, und behaltet das im Hinterkopf, hier wird nichts gecheatet, was kompetitiv ist. Also es geht nicht darum, Wallhacks oder sonst was in Multiplayer spielen. Es geht einzig und allein für die Leute, die zu Hause ihre Singleplayer-Spiele einfach zugänglicher spielen wollen. Darum geht's. Und dafür finden wir euch sehr, sehr gut. G, vielen, vielen, vielen Dank für diese Einsicht hier. Super gerne. Toll, dass ihr das hier alles gepowert habt. Und wir sehen uns dann noch einfach die Tage hier. Ja.
Ihr seid, du bist hier wahrscheinlich. Ich bin immer hier, ja. Immer hier. Das heißt, Leute können dich auch ansprechen und sagen, hey, erklär doch nochmal. Ja, wenn ihr auf der Messe seid, noch Fragen habt, kommt einfach ran vorbei, fragt. Ich bin allzeit bereit, jede Frage zu beantworten. Super cool. Ja. Na dann, bis zum nächsten Mal, G. Super gerne. Viel Spaß auf der Polaris. Ja, auch noch. Ich klaue dir das Mikrofon. Alles klar. Danke sehr. Bye, bye.